1969 wurde Willy Brandt Bundeskanzler und stets dicht an seiner Seite der SPD-Politiker Egon Bahr. Nur wenige haben so eng mit Willy Brandt zusammengearbeitet und Egon Bahr ist jetzt 91 Jahre alt, hat ein Buch veröffentlicht, in dem er von seinen Erlebnissen erzählt. Er war neulich hier in Hannover und hat sein Buch vorgestellt und mein Kollege Albert Knaub hat einen bedeutenden Zeitzeugen deutscher Politikgeschichte getroffen. Das musst du erzählen, Erinnerungen an Willy Brandt. So heißt Egon Bahrs neues Buch und erscheint nun 20 Jahre nach dem Tod des Altkanzlers. Die Arbeiten daran gingen jedoch wesentlich schneller voran. Also im Prinzip habe ich natürlich ein ganzes Leben lang an dem Buch gearbeitet, aber in Wirklichkeit habe ich jetzt die letzten 6 Monate intensiv daran gearbeitet. Es hat länger gedauert als gedacht. Bahr zeichnet ein einfühlsames und vor allem auch authentisches Porträt des Altkanzlers. Kurz nach Willy Brandts Tod schreibt sein Sohn Lars Brandt in einem Brief an Egon Bahr: Er hätte sich von seinem Vater verabschiedet, wie es sich gehöre. Und an der Tür habe er sich nochmal umgedreht und habe gefragt, wer waren deine Freunde? Und Willy hat geantwortet: Egon. Die SPD-Kollegen Bahr und Brandt haben vor allem mit ihrer Entspannungspolitik zwischen BRD und Moskau den Grundstein für die spätere Wiedervereinigung gelegt. Eine prägende Zeit. Was man erfährt, ist Geschichte aus erster Hand. Von jemandem, der dabei war, statt nur Notizen zu lesen. Ich habe sie nur zum Teil benutzt. Ich habe mal nachgeguckt. Das Wichtigste waren die persönlichen Erinnerungen und Reflexionen. Für Bahr ist das Buch ein logischer Abschluss. Laut eigener Aussage soll es auch sein letztes Werk bleiben.